Bei dir auch? Ja, läuft. Und damit herzlich willkommen zurück zu Let's Play OMSI 2 zusammen mit Nick und Gerd. Hallo. 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 Wir befinden uns in Karlsburg und fahren die Linie 8. Ich vom IKEA Karlsburg zum IKEA nach Schnellsen und der Nick die Gegenrichtung. Aha. Genau. So, um 19.20 Uhr geht es los. Ich hatte leider kein passendes Repaint und fahre einfach mal mit Frank reisen. Und man sieht es im Hintergrund, beleuchtungstechnisch alles ein bisschen anders. Lasst euch von da oben da in der Ecke nicht blenden. Außer von mir natürlich, ne? Meiner Schönheit und so. Ach komm, hör mal. Ja, ja. Ja. So, wir lassen die Leute mal rein. Route 1, IKEA Schnellsen. Einmal einsteigen, bitte. Einmal ein Einzelschein-Nahbereich. Bitteschön. So. Huch. Ja, erstmal Bremse einlegen, wenn man losfahren will. Kommt immer gut. Fährst du direkt los? Ne, ich ziehe erstmal vor jetzt gerade. Achso, sagst du mir Bescheid, wenn du bereit bist, um die Zeit auf eine, zwei Minuten vor Abfahrt zu stellen? Ja, von mir aus können wir das jetzt machen. Okay, also auf 19.18 Uhr, ne? Bei ja. Bei mir zumindest. Eins, zwei, drei. So. Alles klar. Loading AI. Loading AI. So, und wenn sich der Bus die dritte. Vor mir, ja, das kenne ich. Wenn sich der Bus vor mir verpieseln würde, dann käme ich da jetzt auch durch. So, minus 1,9. Das ist okay, guten Tag. So, dann machen wir das gerade mal anders. Spiegel aktivieren, danke bitte. Dann sorge ich dafür, dass er weicht. Ja, ne? Ja, eigentlich wollte ich Karlsburg in Omni Navigation einfliegen. Klappt aber nicht. Karlsburg so nö. Karlsburg so Omni Navigation? Nee, nicht Omni Navigation. Omni Stimmt, so nö. Omsi so nö. Fehler in Bereichsprüfung. Omsi so nö will ich nicht. Kannst mich mal ablocken. Ich glaube, wenn ich jetzt hier losfahre, dann wollen direkt alle wieder aussteigen. Meinst du? Ja, irgendwie schon. So, sie möchte einen Großbereich. Na toll. Ich hab noch 1,4, wow. Ja, ich kann gleich ein bisschen mehr heizen, sobald ihr alle drin seid und die Tür zu ist. Dann trete ich das Gas bis nach unten durch. Einmal Gesamtbereich, bitte. Nö, da müssen sie sich klarer ausdrücken. Heizung habe ich gar nicht an. Ja, ich auch nicht, aber der Motor heizt. Ja, das tut er öfter. Wollt ihr noch einsteigen hier? Kann das sein? So. Weiterschaltung an. Ne, ihr wollt einfach nur dumm hier rumlaufen. Kann das sein? Kann sein, ja. Oh, und wie viele hier rumlaufen. Und wieder so viel Tür-Tü in Karlsburg, ne? Ja, Tür-Tü hatte ich auch schon. So. Ja, 18 Minuten dauert das Ganze. Das heißt, wir haben hier mal so eine kleine gemütliche Folge, nachdem die letzte genau. Session ja sehr lange war. Ja. Und Abfahrt ist. Genau, bei mir auch, wenn jetzt noch die Tür geht, zugehen würde. Ja, das Problem hatte ich gerade auch. Okay. Ich schmeiß die Tür an der Stadthaltestelle zu, da will jemand raus. Gut. Jetzt auch nicht einsteigen brauchen, würde ich behaupten, aber gut. Ich glaube, der hat dich erkannt, der ist schon mal mit dir gefahren. Ich bin hier bis jetzt nur einmal gefahren, die Wahrscheinlichkeit ist jetzt nicht so hoch. Wenn doch, dann, naja, ein bisschen Verlust ist halt immer. Oh! Ach komm, den habe ich nicht getroffen. Boah, den habe ich nicht getroffen. Oh, da ist aber... Naja, eigentlich stehe ich schon in dem Auto drinne, aber das Auto hat das irgendwie nicht kapiert, dass ich schon halb in ihm drin hänge. Viel Platz ist da nämlich nicht mehr. Ui, Saselort. Da fahren wir jetzt hin. Naja, was heißt, da ist nicht mehr viel Platz. Da war eigentlich überhaupt kein Platz mehr zwischen ihm und mir. Oh, hier am IKEA. Ach, Karlsburg wenden. Was ist das denn für eine weiß blinkende Ampel? Hier ruckelt aber ein bisschen in Karlsburg. Was ist das? Ist das ein Texturfehler oder kann das weg?
Die Ampeln blinken weiß. Ich kann mir nicht vorstellen, dass das so soll. Ich kann mir nicht vorstellen, genau. Ja, die Frage ist jetzt, ich muss hier wenden. Fahre ich jetzt, oder? Oh, warum ist das denn hier jetzt so eine Ruckelpartie? Ja, ich fahre jetzt ja, komm, Augen zu und durch. Ich weiß jetzt nicht, auf welche Ampel ich achten soll. Weil hier blinken einfach mal zwei Ampeln weiß. Oh. Ja, gut. Den habe ich jetzt überhaupt nicht gesehen. Aber wenn ihr genau hier mitten auf der Kreuzung raus wollt, dann könnt ihr das haben. Müsst ihr ja wissen. Hier ist auch Rechtsabbieger für SEV, leuchtet weiß und die normale Rechtsabbieger ist rot und geradeaus ist auch rot. Ja, weißes Blinken habe ich bei der Ampel gehabt. Ich würde mich mal über grün freuen. Soll ich noch einen Meter vorziehen? Komm, ich ziehe noch einen Meter vor. Könnt mal die Maus wegnehmen, die stört mich. Ich bin ja jetzt auch tatsächlich mal gespannt, wie Scribble.io ankommt, beziehungsweise angekommen ist. Oh ja. Denn wenn die Folge hier kommt, lief das ja schon. Richtig. Aber ich habe da auf jeden Fall Lust auf mehr. Ja, das könnte sehr lustig werden. Oh, Omsi, hallo. Danke. Wer meldet sich denn, wenn er einen Fahrschein haben will, mit "Entschuldigen Sie bitte die Störung"? Entschuldigen Sie bitte die Störung. Ihr Fahrscheinautomat ist kaputt. Ich fahre dann ohne Fahrschein, aber lassen Sie sich nicht stören. Ja, so ungefähr. So klang das gerade. Naja, machst du nix. Ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass Omsi bei mir im Hintergrund irgendwas lädt, was er nicht laden kann. Er ist performance-technisch heute nicht so gut dran. Okay. Ja gut, bei mir ist die Performance jetzt auch nicht optimal. Oh, da war die Unfallmeldung, das erklärt's. Mhm. Ich habe immer noch Sorge, dass hier irgendwann der Rauchmelder losgeht. Nächste Haltestelle. Oh, hier auch wieder. Ich weiß nicht, vielleicht sieht der Entwickler der Karte das ja, wie schon die erste Folge. Es ist sehr eintönig. Also hier steht überall das gleiche Haus, vielleicht mal mit einer anderen Wandfarbe, aber das war's dann auch. Ah, da ist der Gegenkurs. Und die Straßenverläufe, naja, die sehen jetzt nicht so, also... Ja, ich weiß nicht. Sind etwas seltsam, würde ich behaupten. Gut, will keiner mit, dann fahrt ihr halt mit der 7, wenn ihr nicht zu Ikea wollt, dann ist das euer Pech. Ja, genau. So, hintere Tür bitte zu, ich würde gern weiter. Wobei, zum Ikea würde ich auch nicht freiwillig fahren. Doch, Schöttbuller, hm. Auch der einzige Grund. Die Haltestellenschilder stehen hier dezent zum nahen Bordsteinrand. Da musst du ja Angst haben, gegenzuheizen. Ja, und die Ampeln sind hier dezent zu oft rot. Möchte ich mal erwähnen. Was ist denn da drauf? Also, nee. Also ich kann jetzt so noch... Oh, aber Baustelle, das ist schon mal... Das wird mein Fazit der Linie 8 schon mal positiv beeinflussen, weil Baustelle. Haltestelle. Gärtnerei Sasel. Dieses Fahrradlicht der Fahrradampel ist nicht rot, das ist orange. Und wird dann rot. Wie krass ist das denn? Das ist mal cool. Aber beim Fußgängerüberweg eine Fahrradampel zu nehmen, die auch orange wird, ich weiß ja nicht. Aber ist mal was anderes. Kann man machen. Oh, hier sind wieder die, ja, wie groß sind die? 6-7 Meter großen Zierbäumchen? Bitte, okay, ich soll mit dem Bus, mit der Performance durch die Baustelle, alles klar. Ach so, ach na, oh Gott, ey, was ist das denn für ein Straßenverlauf, für eine Streckenführung? Da fährst du ja komplett um Pudding. Karlsburg Hauptbahnhof, oh, die Baustelle, oh.
Oh, Ruckel, nein. Wow. Wow. Guten Tag. Guten Tag. Ich hab's ohne Unfall durch die Baustelle geschafft. Könnt ihr euch das vorstellen? Ich würde jetzt klatschen, aber ich muss gerade lenken. Wow. Du bist ein Arsch. Weiß ich. Boah, was hab ich? Nachladeruckler hier. Und einmal Nachladeaufhänger. Bist du diesmal dran, ja? Ja. Nächste Haltestelle. Lademannbogen. Weiß doch, Omsi kann das. Ja, ja, sowieso. Omsi hat's voll drauf. Omsi kann das, ja. Ach, ich habe den Fahrplan gar nicht drin. Wow. Also nicht eingeblendet oben im Display. Angenommen so. Schon. So, auf was wartest du? Schöneres Wetter? Eine grünere Hecke? Sowohl als auch, wenn ich beides haben kann. Boah, der Smart zieht auf einmal da vorne weg. Ja. Taxi. Halt, ich bin so krass. Verkehrsregeln wären was Tolles. Wow. Wie soll man denn da heile durchkommen? Ich meine, ich hatte Vorfahrt. Dass die Performance-Schwäche jetzt an der Karte liegt oder an meinem Rechner, weil ich glaube eher, ich habe irgendwas vergessen. MapTools sagte zwar, es ist alles da, aber ja, MapTools ist ja... Kann sein, dass du in der AI-Liste irgendwas hast, was da nicht, was du nicht hast. Ja, ja, das könnte durchaus sein. Passiert schon mal. Danach, ja. Es klingt tatsächlich danach. So, zügig hier weg. Aber die Karre hat zumindest ganz gut Power, so wie es aussieht. Aha, ich muss hier hin. Ich glaube, da wurde in der Repaint City ihm mit den PS nicht gespart. Gefällt mir. Oh, jetzt darf ich mich hier vorbeidrücken. Kurve kommt was sehr plötzlich. Oh, hier ist ihr auch mal eine Baustelle. Nicht, ihr wollt alle nicht einsteigen. Seid ihr euch da sicher oder muss ich noch einen Meter vorfahren? Ich fahr mal noch einen Meter vor. Bist du sicher, dass du richtig geschildert hast? Ja, ja, klar. Sie sind ja auch in Karlsburg eingestiegen am IKEA. Ne, sie wollen nicht mit. Ja, dann haben sie Pech gehabt. Kann ja gut sein. Weise Entscheidung. Ja. Ja. Mhm. Oh. Wolltest du was sagen? Warum? Ach, nur so. Nächste Haltestelle. Bordweg. Also ich werde mir dieser... Ich fahre jetzt den Andi besuchen. Oh, Nachladeruckler, Nachladehänger, wow. Ich fahre jetzt den Andi besuchen, ich bin am Borgweg. Oh. Also ich werde mir nach dieser Folge auf jeden Fall mal die AI-Liste anschauen, das geht ja gar nicht. So. Habe ich das eigentlich jetzt gerade richtig gelesen? Cool, hier gibt's einen Ort, der heißt Hamm. Ja, ne? Gerd und Mario verstehen das. Oh, Ruckler. Oh, du Scheiße, ey. Boah, ich hab auch schon wieder so. Stimme ist bald weggefühlt. Huch. Aua, laut. Was? Nächste halbe Stelle. Ich hab auch so Stimme weggefühlt. Gustav Salzweg. Ja. Was bin ich am Ausbrüten? Omsi, danke. Bei Performance bei mir auch nicht gerade gut wird jetzt hier gegen Stadtzentrum.
Richtung Karlsburg oder Richtung Schnellsen? Richtung Karlsburg. Ach so, ja, okay. Also beziehungsweise gerade bin ich in Hamm, jetzt kommt mir der SEV entgegen. Der liegt Dreck auf der Straße. Boah, das kann doch nicht sein, dass das nächster Nachladeruckler. Hallo? Boah, aua. Normalerweise nicht. Nee. Ja, ich glaube aber tatsächlich auch, dass es an der Karte liegt, weil ich habe eigentlich alle Busse. Hallo, schönen guten Tag. Einmal Großbereich, bitte. Ich hätte gerne einmal eins. Oder die Altherbusse machen irgendein Problem. Ja, das könnte auch sein. Aber meine Performance geht gerade. Warte mal, ich kann ja theoretisch einfach mal gucken. Es könnte auch die Bauweise sein. Möglich, ja. Gustav Salzweg. Wenn ich das richtig sehe, ist das jetzt nicht unbedingt Schlauchbauweise. Sondern das sind schon mehrere Kacheln aneinander. So, wie ich das sehe. Ja. Ach nee, oder? Komm schon. Danke. Also wie gesagt, ich werde mir die AI-Liste und alles mal anschauen. Deswegen werde ich auch nach dieser Folge noch kein Fazit abgeben. Weil ich halt nicht beurteilen kann, liegt es an mir oder liegt es an der Karte. Ja, ja, das siehst du dann ja in der Logfile, ob der da mit dem Bus ein Problem hat. Genau. Aha, hier wollen auch welche einsteigen. Schön. Ist ja schon mal etwas. Hallo. Moinsan. Aber hier scheinen zumindest die Pfeile schon mal richtig zu sein, im Gegensatz zur Linie 7. Wobei, ob es mittlerweile gefickt ist, gefickt... gefixt ist. Ja, okay. Und da ist sie wieder nicht geeignet für alle Werbepartner. Das war jetzt keine Absicht. Ja. Ich bin jetzt am Borgweg. Oh Mann, ey. Ja, ob die schon gefixt ist. Ja, Nick. Da war sie, die Werbeunfreundlichkeit. Das machst du nicht wieder gut. Das weiß ich natürlich nicht. Müsste ich mal ausprobieren. Aber auf der 7 gab es auf jeden Fall Probleme mit den Pfeilen. So. Jetzt frage ich mich. Wenn hier nur Bus frei ist, warum sind hier dann überall Wohnhäuser und eine zweispurige, mehr als breit genug Straße. Das war gerade voll gutes Deutsch. Ich habe irgendwas mitgenommen. Ich verstehe teilweise die Streckenführung nicht. Also wenn das doch hier nur für Busse eigentlich ist, dann, ja, ich weiß nicht. Oder ich sehe das einfach irgendwie komisch gerade. Also ich fahre jetzt aus Karlsburg raus und die Performance wird besser. Ja, das ist mir auch aufgefallen. So, kommen Sie rein. Ah, Hamburger Stimmen, ja? Einmal den Nahbereich, bitte. Also irgendwie, dafür, dass hier Busse langfahren dürfen, ist das aber eine sehr komische Straße, würde ich behaupten. Zweispurig, sodass zwei Busse nebeneinander passen. Ja, was nicht alles gibt, ne? Oh, Nachladehänger. Um sie. Danke. So, aber ich muss sagen, ich bin jetzt beim Karlsruhe. Ja, gut, 20 FPS. So, ach, ich hätte hier halten müssen, ne? Nee, hä? Ach, das ist aber cool. Am Hauptbahnhof hört man so ein bisschen Ansagen. Ja. Ah, da muss ich hin. Einmal um Pudding und dann da rein. Und dann wenden da, wo auch der Bus Richtung Schnellsen hält. Ja, das habe ich jetzt gar nicht gesehen. Eine Karte für den Nahbereich. Übrigens, den BBS werden wir auch wieder aufzeichnen. Stimmt, hatten wir vor, ja. Dementsprechend auch schon Nachricht an die Fahrer im BBS geschickt.
langsam wieder Zeit, ja. Ja. Wobei da generell leider relativ wenig Aktivität momentan herrscht. Ja, aber das werden wir jetzt ändern. Ich meine, das war abzusehen, dass da irgendwann mal ein bisschen einschlägt. Na, Ben. Ja. Na, Manni, du übersteuerst. Zudem ich aber sagen muss, warum soll die Community fahren, wenn MKLG selber nicht fährt? Ne? Naja, wobei, also zumindest Chris und ich waren schon hin und wieder unterwegs, gerade in letzter Zeit. Ja, aber das ist ja vorher auch... In unserem Time-Management ändert sich ja jetzt was. Richtig. Muss ich jetzt wieder zurück? Keine Ahnung. Sieht wohl ganz so aus, ja. Gut, fahren wir wieder zurück. Nein, Omsi. Danke, Omsi. Nächste Haltestelle. Ja. Goethestraße. Na, jetzt geht's mit der FPS einigermaßen. Ja, ja, wenn du rauskommst, dann ist da alles super. Nur innerhalb Karlsburg ist teilweise echt schlimm. Ja. Gerade auch hier am Hauptbahnhof. Nein, ich kann nicht ordentlich fahren, es tut mir leid. Ja, dadurch, dass ich jetzt auch nach Realtime fahre und es abends dunkel ist, ist das Texturen-Nachladen ja auch wieder so ein Ding bei Omsi hier, ne? Ja, das ist wohl wahr. Wobei, bei mir ist noch nicht ganz dunkel, weil ich habe den Monat umgestellt. Mhm. Bei mir ist es, glaube ich, Juli oder so. Guck mal gerade. Also, ich würde gucken, wenn es jetzt nicht ruckeln würde. Ja. Ja, nee, Juni ist. Aber fast. Gärtnerei Sasel. So, Ikea Karlsburg geradeaus. Wie weit haben wir es denn? Ach, zwei Haltestellen noch. Ja. Aber wenn du schon in Sasel bist, dann hast du es auch nicht mehr weit. Nee. So, schön ordentlich fahren. Da war die Putzelei. Wir wollen ja nichts riskieren. Ich? Nein. Ich leg mich doch nicht mit Hamburger Bullen an. Ach, jetzt weiß ich wieder, wo wir sind. Letztes Mal kam man mit der 7 von da. Boah, Hilfe. Jetzt wird's aber unschön mit der Performance. Mhm. So Richtung Goethestraße wird es noch schlimmer. Oder am Mühldamm. Nein, ich kann nicht ordentlich fahren. Auch nicht was, Ludwig? Was? IKEA Karlsburg. Okay, es stimmt wieder überhaupt nicht überein. Hier steht Hauptbahnhof, dann am Mühldamm. Hier im Ibis steht Goethestraße, Ludwig-Jahn-Straße. Ja. Ludwig-Jahn-Straße stimmt. Nö. Bei mir auf dem Fahrplan steht am Mühldamm. Und das war's. Okay. Hier steht auch wieder alles viel zu nah am Bordsteinrand. Da kannst du überhaupt nicht richtig ranfahren. Am Bordsteinrand? Ist der Bordstein nicht der Rand? Nee, der Rand vom Bordstein ist auch nochmal ein Rand. Ja. Stimmt, wie kann der Bordstein denn der Rand sein? Auf dem Bordstein geht man doch. Oh. Oh, Nachladeruckler, Gärtnerei Sasel. Hallo. Omsi. Komm jetzt nicht sterben kurz vor Ende. Danke. Ach, du brauchst doch noch ein paar Minuten, okay. So, 8. 7, 8. Nächste Haltestelle. Altenheim. Hier Karlsburg. Hier rechts rein jetzt. Endet dort. Bitte alle aussteigen. Uiuiui, also Performance ist echt so, naja. Oh, scheiße. Die Karre habe ich getroffen, aber sowas von. Wow. So, mal noch ein Bild gemacht. Boah, der Hubbel, das war fies hier am Ikea. Mm.
Wow. Wow, da war die Ansage schon einen weiter. Ich bin erst Sasel Altenheim, aber er war schon woanders. Moin. Einmal Nahbereich bitte, bitteschön, doch hier, nimm du. Einmal Nahbereich bitte, du wiederholst dich, aber dein Zwilling, der ist ja gerade schon vorgelaufen, ne? So. So. So, Moment gerade. Auf geht's. Jetzt interessiert mich das nämlich. Nee, Ikea Schnelsen ist gar nicht wahr. Wir sind erst Sasel-Ort. Ja, du brauchst noch ein paar Minuten, aber ist auch gar nicht schlimm. So, mich interessiert das jetzt nämlich, ob ich hier irgendwie Fehler in der Logfile habe oder ob das performance-technisch tatsächlich so eine Hölle ist. Oh, ups. Okay, Tatsache, ich habe massig Fehler in der Logfile. Okay. Der hat Probleme mit dem Alter Citaro. Gut, ja, damit wäre das Performance-Problem auch erklärt. Ja? Ja. Weil der haut dir da tausende Einträge mit Zugriffsverletzungen rein. Okay. So, Sasel-Ort. Oh, hallo. Will keiner mit. Dann fahren wir durch und jetzt kommt dann auch Schnellsen. Was haut er denn für Fehler rein? Ja, eben einfach Zugriffsverletzungen für den Alterzitaro. Ah ja, okay. Dann kennen wir ja das Problem. Das erklärt die schlimme Performance. Ja. So, um sie jetzt nicht sterben, komm, bitte. Bitte. Ah. Oh. Omsi. Hallo. Omsi. Wow, 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 wow. Ich glaube, dein Battle hilft nicht viel. Ikea Schnellsen. Also macht der Alterzitaro Probleme. Lass mich raten. E3, ne? Was? Nee, der Alterzitaro ist ja nur der einfache, der nur eine Ausführung hat. Achso, und der macht Probleme? Der Euro 3er kommt ja von Morphe. Der Alterzitaro macht bei mir Probleme, ja. Also ja, er wird zwar geladen und die fahren auch rum, aber irgendwie. Ja. Dann werden wir die AI-Liste anpassen. Dann fliegt er raus. Ja, da wir dieselbe Version haben und gehe ich mal stark davon aus, dass das bei mir auch der Knackpunkt sein wird. Kann man davon ausgehen, ja. Gut, dann kann man das ja beheben. Und ja, ich bin die Map vorher nicht gefahren. Ich habe keine Probefahrt oder sowas gemacht. Ich habe mir die eben geladen und dachte, hey, cool, Karlsburg, machst du mal. So, wie haben wir das jetzt eigentlich wieder geschafft, aus einer 18-Minuten-Linie eine halbe Stunde zu machen? Keine Ahnung. Durch die Laderuckler? Würde ich behaupten, ja. Aber so extreme Laderuckler hatte ich jetzt gar nicht. Also hin und wieder schon, wobei um sie und Zeitberechnung und so, ne? Ja. Wow, ich habe sogar an der Endhaltestelle, kurz bevor ich jetzt gerade bremsen und anhalten... Oh, das Haltestellenschild ist sehr nah am Randstein. Überall. Ist mir das aufgefallen. Ja. Fast überall. So, ich glaube, mein Bus fängt hier gleich an zu hüpfen. Joa, 11 FPS habe ich noch. Wow. So, damit wären wir fertig in Karlsburg. Wir werden uns um die AI-Liste kümmern und ja, dann vielleicht auch noch eine Linie fahren. Die Linie 6 wäre zum Beispiel noch interessant. In diesem Sinne, bis zum nächsten Mal. Tschüss! Tschüss! Tschüss!